Die Luftfilter für die Metzinger Schulen und Kitas sind eingetroffen. Insgesamt hat die Stadt Metzingen 18 Stück bestellt. Dazu kommen 114 Kohlendioxidampeln. Sie zeigen an, wann gelüftet werden muss. Bei allem Aufwand gelüftet werden muss, und zwar immer, wenn der Sensor sagt, der Kohlendioxidsensor, jetzt ist schlechte Luft. Er sagt ja eigentlich nur, es ist jetzt viel Kohlendioxid in der Luft, also Sauerstoff muss rein. Und deswegen ist auch im Winter, auch bei Luftreinigungsgeräten, notwendig, dass man das Fenster öffnet. In der Seibold-Schule werden die Luftfilter im Computerraum und im Bewegungsraum eingesetzt. Beide Räume sind nur schwer zu lüften. Schulleiter Ulrich Deuschle begrüßt die klaren Ansagen, dass es keinen Lockdown mehr geben soll. Man brauche Kontinuität, Verlässlichkeit und Stabilität. Ich glaube, die Maßnahmen, die jetzt im Moment angedacht sind, auch die Frage der Absonderung, wenn ein Corona-Fall auftritt, die sind eindeutig jetzt mal festgelegt. Und da muss man natürlich abwarten, wie sich das Pandemiegeschehen entwickelt. Das kann man alles natürlich nach wie vor nicht voraussehen. Die Stadt Metzingen hat bereits jetzt an einigen Schulen fest verbaute Lüftungsanlagen. Diese haben aber auch nicht verhindert, dass Erzieher in Quarantäne mussten. Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh fordert zu den Luftfiltern auch Klarheit von der Landesregierung. Da muss die Politik aus meiner Sicht noch mal ran, dass sie einfach dann auch festlegt, was passiert denn im Fall der Fälle, wenn ein Kind erkrankt oder eine Lehrerin erkrankt oder Erzieherin erkrankt. Was passiert dann, wenn man eben diese Maßnahme umgesetzt hat? Was hat das für eine Konsequenz? Wer muss dann in Quarantäne? Was passiert dann mit der Klasse? Die Luftfilter und CO2-Sensoren werden vom Land mit 50% bezuschusst. Die Stadt Metzingen hat in die beiden Maßnahmen rund 110.000 Euro investiert.